Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Streckentestformat RTDS auf dem Programm. Erneut habe ich den Zufallsgenerator bemüht, aus all euren Einsendungen ein paar für die heutige Folge auszusuchen. Und die erste davon trägt den Titel Offroad Skill Test. Die kommt von Sky Johnson und er hat Folgendes dazu geschrieben. Beweise dein Offroad Skill. Kleiner Tipp. Denk auch an die Handbremse und habe Spaß. Ja, Spaß habe ich immer mit diesem Format und euren Einsendungen. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und verlassen direkt mal das Festival, damit ich den beigelegten neunstelligen Code eingeben kann. So kannst du im Übrigen auch dann die Strecke finden, falls du sie nachfahren möchtest. So, einfach auf den Creative Hub gehen, auf Blaupausenveranstaltung, auf das Suchenfeld und dann hier unten Freigabecode. Und dann geben wir den hoffentlich fehlerfrei ein, weil sonst finden wir unter Umständen nichts oder was Falsches, was wir nicht hoffen. Ja, das wäre ein bisschen fatal. So, und bestätigen. Und da haben wir sie auch schon. Sehr schön. Rallye-Monsters sollen wir fahren hier im Winter. Ich habe mich, wie ihr am Anfang vielleicht schon gesehen habt, für den Volkswagen Rallycross Beetle entschieden, den Tenor Faust 2017 gefahren ist. Und sind wir, glaube ich, hier im Let's Play auch noch gar nicht gefahren. Deswegen na, prima Zeit, den mal auszufahren. Allerdings ist er, glaube ich, ein bisschen getuned, weil der Leistungsindex dünkt mich ein wenig hoch. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht hat er wirklich den Leistungsindex von knapp unter S1 900. Aber um das soll es nicht gehen. Es soll um die Strecke gehen. Und wie immer gucken wir das komplett blind an. Damit ich einfach meinen ehrlichen Ersteindruck einfach vermitteln kann. Der ist nicht immer nett, aber er ist ehrlich. Ja? So, der erste Gang ist ein bisschen zum Abwürgen gedacht, so wie es scheint. Ja, wir sind in der Nähe vom Mudkickers Park. Drei Runden sollen wir fahren. Und wenn das Ding schon Offroad Skill Test heißt, dann fühle ich mich natürlich herausgefordert. Mal gucke ich doch mal, was hier Sky Johnson hinbekommen hat. Ui, jetzt Getriebe ist echt ein bisschen komisch bei dem Ding. Aber da kann die Strecke nichts für. Alles klar. Daytona-Kurve hier. Okay, hier geht's hier lang. Okay, jetzt weiß ich, was er auch mit Handbremse meint. Aber, oh Gott, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich den ersten Gang ganz kurz gesetzt. Ist egal. Weiter geht's. Ja, aber cool irgendwie. Irgendwie macht's Spaß. Oh, jawohl. So eine dumme Kante. Mann, oh Mann, oh Mann. Da stelle ich mich aber an. Oh mein Gott. Alles klar. Jo, fahren wir noch rein. Also die drei Vatare machen es ja, jetzt nicht besser. Wieso habe ich jetzt genau das gedacht, dass das nicht klappt? Okay, das ist ein bisschen doof. Also man muss ja schon richtig viel Schwung mitnehmen, sonst wird man das gar nicht schaffen. Das heißt, ich darf hier schon mal fleißig zurückspulen. Da kann die Strecke jetzt nicht direkt was dafür. Aber das ist halt blöd. Man hat hier die Kuppe, man verliert viel Schwung, ne? Ich komme hier zu weit rum und dann wird mir das nicht reichen, vor allem, weil das Ding einfach keinen Trieb nach vorne hat, ne? Das heißt, ich werde es hier wieder verkacken. Okay, wisst ihr was? Ich mache das nicht oft, aber wir starten tatsächlich mal neu. Und dann gehe ich mal einem Tipp nach oder einem Vorschlag nach, was schon mal in den Kommentaren stand. Und zwar, ich mache mal die drei Vatare einfach ganz, ganz schwach. Weil es soll um die Strecke gehen und nicht um die drei Vatare. Und die machen mir das, glaube ich, ein bisschen schwierig, die Strecke richtig zu, ja, beobachten oder zu begutachten. Deswegen hier starten wir ein bisschen weiter vorne. Sie sind deutlich langsamer. Und ja, ich hätte verdammt nochmal den ersten Gang jetzt auch kürzer setzen können. Weil jetzt fahren sie trotzdem wieder alle an mir vorbei. Naja, was soll's. Also, sorry nochmal für die Sache hier. Ja, ist auf jeden Fall wirklich eine Strecke, die eher man vorher eigentlich schon kennen muss. Also, weil diese fiesen Sprünge und so weiter, wenn du die nämlich falsch bekommst, dann, ja, dann schaffst du es schon wiederum nicht, ne? Dann schaffst du den Sprung nicht. Das heißt, du musst ja wissen, dass da die Kuppe ist, dass du entsprechend vorher Tempo rausnehmen musst, damit du nicht so weit springst. An sich finde ich die Strecke bis jetzt ganz cool. Aber hier ist, glaube ich, Streckenkenntnis schon nicht unwichtig. Na, jetzt kommt wieder dieser Sprung. Man sieht zwar schon, da vorne geht es rechts rum. Das heißt, ich muss jetzt hier schon vorher bremsen, damit ich hier den Schwung richtig mitnehmen kann. Damit ich diesen Sprung auch schaffe. So, das mit der Handbremse verstehe ich absolut. Also Strecke finde ich cool, auf jeden Fall. Aber als kleiner Tipp hätte ich jetzt nicht Spaß mir gewünscht oder die Handbremse, sondern eher ja, das Blind rangehen ist wahrscheinlich eher nicht so geil.
Aber bis jetzt geht's. Also alles cool. Macht auf jeden Fall echt Laune. Ja, und das Fahrzeug ist natürlich vielleicht jetzt nicht das Geilste dafür, weil das Getriebe halt nicht so ganz passt. Aber hat schon ein bisschen so Rallycross-Style oder Elemente, besser gesagt. Natürlich von der Länge viel zu lang für eine Rallycross-Strecke. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz cool. Wo geht's jetzt lang? Ah, doch, vorher geht's rum. Oh Gott, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so. Jetzt hier ein Riesen-Checkpoint. Geht's hier lang? Also ich achte jetzt schon sehr auf die Minimap, weil es ist so eng und verwinkelt. Da nutzen die natürlich die Checkpoints nur sekundär was. So, okay, das ist jetzt einfach nur die Straße langfahren. Aber ich weiß nicht, das Getriebe ist, glaube ich, nicht mal zu lang. Der Beetle hat einfach noch keinen Bums unten raus. Habe ich so das Gefühl. Kann aber auch täuschen. Egal, jetzt haben wir freie Fahrt. Dann gucken wir mal. Ja, Ladedruck hat er eigentlich genug, ne? Also Bums müsste eigentlich genug da sein. Aber vielleicht deswegen, weil er mega im Turboloch sitzt. Ja, aber Strecke, wie gesagt, finde ich cool. Hat was für sich auf jeden Fall. Nur ich würde Streckenkenntnis hier schon, ja, auf die To-Do-Liste setzen. Guck mal, die drei Vatare hängen hier auch alle am Sprung. Ja, das ist halt immer kritisch. Bei solchen Stellen, wo ein Sprung drin ist, da muss man halt eigentlich dafür gewährleisten, dass man wirklich auch genug Schwung hinbekommt. Und hops. Ja. So, jetzt mal gucken, dass ich die Stelle diesmal besser hinkriege. Ja, da wäre der Checkpoint halt ein bisschen mehr am Scheitelpunkt geiler gewesen. Also jetzt, wenn wir wieder mal auf die Checkpoints zu sprechen kommen, aber das werden wir wahrscheinlich in jeder RTDS-Folge als Thema haben. Checkpoints, Checkpoints, Checkpoints. Aber wie gesagt, hier muss man einfach auch auf die Minimap schauen. Checkpoints alleine werden es nicht reißen. Okay, komm. Jetzt nochmal eine Runde vielleicht aus der Cockpit-Sicht. Haben wir, um nochmal vielleicht ein anderes Feeling für die Strecke zu bekommen. Ja, und ich glaube, der Trick einfach bei dem Ding ist, lieber im Drehzahlbegrenzer rumjuckeln bei dem Teil, anstatt hier wirklich zu untertourig zu sein und dadurch, ja, das ist der neue Alternativweg hier rüber, anstatt hier wirklich keinen Bums zu haben und nicht nach vorne zu kommen bei einem Beetle. Das habe ich zu früh eingelenkt, oder? Hat aber gezählt, sehr gut. Oh Gott. Alles klar. Ja, hat so ein bisschen sowas von so einer Achterbahnfahrt von so einer wilden Maus. Die ganze Zeit links, rechts, enge Kurven. Ja, sehr cool. Also an Sky Johnson. Finde ich cool. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Mir gefällt's. Wie gesagt, der Checkpoint hier, vielleicht ein bisschen mehr Entscheidungspunkt. Sonst müsste aber eigentlich passen. Und das nächste Mal als Tipp schreiben. Blind an die Sache rangehen, äußerst schwierig. Damit ich gleich weiß, okay, ich muss besonders aufpassen.
Aber alles cool. Ich werde trotzdem am Konzept fest natürlich halten, blind an die Sache ranzugehen. Aber man sollte ja auch sehen, wie der Ray auf den ersten Metern auf einer Strecke vielleicht failt. Ja, aber sehr schön. Wie gesagt, gefällt mir. Einfach mal was anderes. Könnte ich mir auch mit anderen Klassen gut vorstellen. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit der nächsten Einsendung. Und die kommt von 90s2008 mit seiner Festival Village Circuit. Er hat geschrieben, dies ist eine Strecke, bei der ich finde, dass sie als normale Strecke im Spiel fehlt. Ein Checkpoint ist wahrscheinlich sehr miserabel gesetzt, aber egal. Ja gut, wenn es egal ist. Du musst einen modernen Sportwagen fahren. Ich wünsche viel Spaß mit der Strecke. Liebe Grüße, Marc. Okay. Dann schauen wir mal. Auch hier geben wir natürlich das Ganze wieder im Creative Hub ein. So. Suchen. Zack. Und wo habe ich den Code? Hier. Alles klar. Tap, tap, tap. Ja, entweder kannst du natürlich aus der Folge den Code auch rauskopieren, Video kurz anhalten und abschreiben, wenn du möchtest. Also wenn du die Strecke auch austesten möchtest. Ansonsten halt in die Videobeschreibung klicken. Da gibt es eine Streckenübersichtstabelle. Das sind sowohl die offiziellen Strecken von mir, also PXR Teststrecke, Godfather und wie sie alle heißen mit drin. Aber auch alle Strecken aus diesen RTDS Folgen, also auch aus der heutigen Folge. Da kannst du natürlich den Code auch einfach dann rausnehmen. So. Die Strecke oder den Code eingegeben, das bestätigen wir, da haben wir das auch schon. Und ja, wir haben auch ein Rundkursrennen, also gucken wir mal. Insgesamt hat er 15 Kilometer Distanz angegeben. Und ja, wir fahren mal den hier, den Carrera S, leicht getuned. Gucken wir mal, wie wir mit dem hier so klarkommen. So, geht auf jeden Fall am Festival los. Holla, holla. Da hätte ich einfach stehen gelassen. Okay, ich habe ein bisschen mehr Grip. Okay, ich sehe schon, es geht jetzt dann gleich in die Serpentine rein. Sorry. So, hier, das ist nämlich jetzt eine ganz interessante Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie er es gelöst hat. Bei solchen Haarnadelkurven, das habe ich ja schon mal gesagt, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man die Checkpoints setzen kann. Entweder im Scheitelpunkt oder kurz nach dem Scheitelpunkt. Oder man macht einfach zwei Scheitelpunkte. Punkte daraus. Also man fährt ja auch oftmals im Motorsport. Berühmtes Beispiel ist zum Beispiel die Dunlop-Kehre auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Da fährt man ja eigentlich, nicht immer, aber eigentlich das Ganze mit zwei Scheitelpunkten. Also wie so ein V. Und dementsprechend könnte man dann auch die Checkpoints setzen. Also das ist nichts richtig, nichts falsch. Ja? Also das ist einfach auch dann Geschmack bedingt oder dem Geschmack bedingt. Und deswegen, da kann man sich eben auch überlegen, zwei Checkpoints in so eine Haarnadelkurve zu setzen, ist zur Übersicht manchmal gar nicht schlecht, aber das hat jetzt hier auch prima mit einem Checkpoint gepasst. Und ich kann mir auch schon denken, welcher Checkpoint er meint, der jetzt kommt, und zwar der da vorne. Den kann man nämlich nur schlecht setzen, das weiß ich. Das geht nämlich nicht anders, wenn der Start hier ist. Aus Erfahrung von der Titan Clash Short Strecke. Deswegen wusste ich schon, was jetzt kommt. Aber sonst passt es. Sonst sind die Checkpoints echt gut gesetzt. Die Strecke gefällt mir. Ist im Prinzip die Titan Clash Short Short Strecke. Nochmal etwas kürzer. Aber sonst vom Stil her sehr ähnlich hier. Naja, also ich sag das jetzt einfach mal an der Stelle. Also wir können jetzt hier einen Checkpoint setzen, oder weil ich gebe die Außensicht, das ist vielleicht einfacher. Also pass mal auf, man könnte zum Beispiel, ich halte mal an, also man könnte genau hier einen Checkpoint setzen, wo ich jetzt bin, na, so hier hin, als erster Scheitelpunkt, und dann könnte man im Prinzip ungefähr hier den zweiten setzen, statt einen jetzt hier. Er hat jetzt diesmal hier einen eher etwas vor den eigentlichen Scheitelpunkt gesetzt.
In der Regel, wenn man nur einen setzt, setzt man eher kurz danach anstatt davor. Also hier, das ist jetzt eher schon, ja doch, das passt eigentlich. Der ist ein bisschen kurz nach dem Scheitelpunkt. Also so würde ich eher setzen, wenn ich nur einen mache. Oder halt eben bei so engen Kehren könnte man sich wirklich auch überlegen, zwei zu setzen, zwei Checkpoints. Aber das ist, wie gesagt, das ist Geschmackssache und wie es jedem gefällt. Wahrscheinlich, wenn man eine Strecke zum ersten Mal fährt, ist es wahrscheinlich für die Leute oder für den Neuankömmling auf der Strecke wahrscheinlich einfacher. Entsprechend mit zwei Checkpoints. Na, je mehr Checkpoints, desto einfacher in der Regel ist es. Durch komplett übertreiben sollte man es natürlich auch nicht. So, und ich hoffe, dass 90s mir jetzt nicht böse ist, wenn ich nach der zweiten Runde abbreche. Aber ich glaube, wir haben alles gesehen, was diese Strecke ausmacht. Und ich finde sie sehr gut. Der Checkpoint, wie gesagt, den kann man nicht besser setzen, das weiß ich. Und deswegen würde ich sagen, brechen wir das Rennen mal ganz kurz ab und gehen direkt zur nächsten Einsendung, damit wir einfach ein bisschen mehr heute sehen. Ich glaube, das ist auch im Interesse jedes einzelnen Zuschauers. Aber von mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit der nächsten Einsendung. Und die kommt von Nummer David mit seinem From East to West. Und er hat Folgendes dazu geschrieben. Diese Sprintveranstaltung verbindet den Osten mit dem Westen der Karte. Auf dem Weg befährst du die schönsten Straßen Großbritanniens bei wunderschönem Herbstpanorama. Du startest am Greendale Airstrip, von wo aus es weiter über die schmalen Feldwege im Süden von Edinburgh geht. Hierfür wird sich dein Hot Hatch perfekt eignen. Danach durchquerst du die Moorhead Wind Farm und dann durch den herbstlichen Laubwald rund um das Festival. Rund um das Festival zu fahren, doch. Schließlich wird deine Fahrt in Ambleside enden. Die Strecke bietet alles von schnellen Geraden bis hin zu engen Haarnadelkurven. Ich kann dir von mir aus. Das ist neu los, ey. Ich kann dir von mir. Nee, das ist ja auch kein richtiges Deutsch, oder? Ich kann dir von mir aufgebauter Bart. Fehlt doch was. Egal. Okay, ich lese es trotzdem mal so vor. Ich kann dir den von mir aufgebauten. Doch, ist doch richtig. Mein Gott, ich kann aber nicht lesen. Abarth 695 Biposto empfehlen. Dieser ist allerdings sehr auf meinen Fahrstil angepasst. Nun bleibt mir noch übrig, dir viel Spaß auf meiner Strecke zu wünschen. Boah, ey, ich kann heute echt nicht lesen. Ich habe auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch gar nichts gegessen am heutigen Tage und ich glaube, das ist nicht gut. Mir fehlt die Energie, richtig vorlesen zu können. Ja, ich weiß, Ray und seine Ausreden. Ist egal. Ihr habt dann immer was zu lachen, nimmt's mit Humor. Ja, und ich hätte gesagt, wir nehmen einfach sein Tuning. Das habe ich mir im Vorfeld auch schon runtergeladen. Aber noch nicht installiert auf den Biposto. Keine Sorge, ich mache jetzt hier kein RTDT draus. Das habe ich auch gesagt. Ihr könnt gerne sagen, hey, fahr dieses Auto mit diesem Tuning. Es bleibt trotzdem beim RTDS-Format und nicht beim RTDT-Format. Genauso umgekehrt. Ihr könnt auch beim RTDT-Format gerne eine eurer Strecken mitgeben. Ich werde aber groß kein Wort zur Strecke verlieren. Ja, das ist einfach schon mal als Hinweis. So, dann laden wir das Ganze mal. Da haben wir es. Hat das auch genannt, RTDS-FED. So, laden wir mal das gute Ding und dann gucken wir mal, wie es sich fährt. Und dann geben wir natürlich auch hier den neunstelligen Code für die Strecke ein. So, suchen. Freigabecode. 2929. Ja, ein guter Code, den könnte man sich hier schon fast merken. So, und da haben wir das. Hot Hatch, morgen. Ein bisschen Regen ist auch dabei. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, 19 Kilometer lang das Ganze, die zweitlängste Strecke heute. Wir haben am Schluss nochmal eine etwas längere Strecke. Allerdings werden wir dort auf einer etwas höheren Klasse unterwegs sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das jetzt die Strecke ist, bei der wir heute am längsten vielleicht unterwegs sind. Mal schauen, wir finden es raus. Ich bin mal gespannt, was uns hier David zeigt. Also hier am Airstrip geht's los. Dann geht es ja dann gleich über die Feldwege, hat er gemeint. Da bin ich mal gespannt. Ja, vom Osten nach Westen. Soll es gehen? Ah, hier ist der Airstrip, okay. Habe ich mich selber gerade ein bisschen vertan. Aber ja. Ein Tower sollte halt vielleicht in der Nähe sein. So. Ah, okay. Es geht dann da unten lang. Okay, also quasi dann unter der Autobahn gleich durch.
Ja, Checkpoints ganz gut gesetzt, auf jeden Fall. Schön in den Scheitelpunkt rein, man weiß, wo es lang geht. Den Ambleside soll es enden. Finde ich aber an sich schon mal eine ganz coole Idee. Einfach mal so ein bisschen quer durch die Welt. Ein paar schöne Ecken mitnehmen. Ja, kurz sage ich natürlich trotzdem was zum Tuning. Also bis jetzt machst du einen guten Eindruck. Sehr direktes Einlenkverhalten. Ein bisschen mehr Bums können dann noch vertragen tatsächlich. Aber alles halb so wild. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Strecke geschuldet. Dass man natürlich ein bisschen gerne mehr Power hätte. So, jetzt fängt an, mein Magen auch noch an zu knurren. Ich hätte es gar nicht erst erwähnen sollen. Jetzt hat er das Gefühl, oh, ich habe Aufmerksamkeit bekommen. Ich brauche noch mehr Aufmerksamkeit. Das Ding ist, ich esse aber echt ungerne. Das ist jetzt mal so ein bisschen off-topic. Aber ich esse echt ungerne direkt vor der Aufnahme. Weil dann fängt einfach nur, ja, alles an zu verdauen und so. Und dann, ich weiß nicht, dann setzt so eine leichte Müdigkeit ein. Ist auch nicht so geil, ja. Also egal, wie man es macht, es ist immer blöd. Ja? Vor der Aufnahme essen blöd. Gar nicht essen, auch blöd, wie man feststellt. Aber, ja, lieber verspreche ich mich ein paar Mal. Der Sinn ist klar. Ich meine, bei diesen Texten, die er schreibt, ja. Es ist ja auch nicht mein Wortlaut, ne. Ich lese das vor, was ihr mir schreibt. Und wenn ich halt gewisse andere Arten von Formulierungen in meinem Kopf habe oder denke, jetzt kommt was anderes, dann ja. Ich war auch noch nie der beste Vorleser, was man manchmal auch immer wieder merkt. Deswegen, ja, nehmt's mit Humor, ja. Lacht einfach drüber. Und ansonsten, wie gesagt, ich schieb's jetzt einfach drauf, ich habe nichts gegessen. Ja? Da kann man nicht vorlesen. Hast du schon mal nichts gegessen, dann musstest du was vorlesen? Das geht nicht. Das ist bewiesen. Eine Studie aus Großbritannien hat gezeigt. Wer kennt sie nicht? Die Studien aus Großbritannien. So, jetzt aber. Zur Strecke, ja, ich habe eigentlich gar nichts zu beanstanden. Also heute top, mal wieder. Checkpoints sind geil, Strecke finde ich cool. Das könnte ich mir auch mit einer etwas schnelleren Klasse sehr cool vorstellen. Ich meine, das ist jetzt hier im Prinzip ein Teil von Andys Teststrecke. Liebe Grüße an Andy, gehen raus. Ja, trotz dieser schnellen Bergabkurve, das Fahrzeug macht nicht so die Anstanden zu untersteuern, was schon mal sehr gut ist. Also auf und da gibt es ein Lob von mir an den David. So, okay, jetzt geht's hier lang. Ja, sehr schön. Also ich finde, er hat sehr schöne Straßen verbunden. Das hat er jetzt auch gesagt, ne? Es geht quasi an den Feldwegen, da sind wir schon längst durch und dann geht er in die, genau, Morehead Windfarm sind wir auch durch und dann herbstlichen Laubwald, da sind wir jetzt und enden wird es dann in Ambleside, deswegen ich denke mal, wir werden auch nochmals erneut die Serpentinen mitnehmen und da bin ich gespannt, wie er jetzt die Checkpoints gesetzt hat, ob er auch einfache Checkpoints, also mit einem Scheidenpunkt oder mit zwei Scheidenpunkten gesetzt hat. Oder eine Mischung, ja, das kann man ja auch mal so machen. Nach loser Laune. Ich schätze mal, er hat nur einen gesetzt. Würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, bei so engen Haarnadelkurven kann man, finde ich, oder ist einer auch okay. Bei so einer wie jetzt hier, die ist ja im Prinzip, sind das jetzt, die ist ein bisschen weiter. Da kann man ruhig zwei setzen. Er hat jetzt hier am Ausgang auch nochmal einen gesetzt. Das ist okay. Hier könnte man jetzt zum Beispiel genau jetzt einsetzen und hier einsetzen. Er hat es aber ein bisschen verzögert gemacht. Ist aber vollkommen okay. Ja, also da gibt es kein richtig oder falsch. Also man sieht gerade bei diesen langen Kurven, da ist das alles vollkommen in Ordnung. Wow! Beinchen heb dich, alles klar. So, hier hat er jetzt ein bisschen früher eingesetzt. Bin ich mal gespannt, wo das nächste kommt.
Okay, da kommt jetzt... hier, danach erst. Okay. Ja, hier setzt er auch eher zwei. Also auch hier so ein bisschen vor dem eigentlichen Scheidepunkt und am Ausgang nochmal. Finde ich okay. Und das ist doch ganz cool. Guck mal hier. Also vorne einer und dann nochmal hier einer. Genau so kann man zum Beispiel so einen doppelten Scheidepunkt machen oder einen doppelten Checkpoint machen. Also er hat so sowohl als auch alles mit dabei, aber im Prinzip ist ja die einfachste Eselsbrücke, du musst von dem einen Checkpoint den nächsten sehen. Dass du als Fahrer direkt weißt, okay, wenn ich jetzt hier durchfahre, wo ist der nächste? Ah ja, da vorne ist er schon. Guck mal hier, sehe ich auch schon den nächsten. Okay, der ist ein bisschen näher. Hier sehe ich den nächsten. Hier sehe ich den nächsten. Und hier sehe ich den nächsten. Naja, ich fahre gerade durch und sehe schon den nächsten. Hier sehe ich den nächsten Checkpoint. Hier sehe ich den nächsten Checkpoint. Perfekt. So, hier durch. Da wird mir der nächste angezeigt hinter den Häusern. Und dann sind wir am Ziel. Ja, also perfekt. Ich habe gar nichts zu beanstanden. Geile Strecke. Alle drei Strecken bis jetzt. Richtig geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die letzte Strecke in der heutigen Folge dem gerecht wird. Und ob der Ray es nochmal schafft, den Text falsch zu lesen oder richtig zu lesen. Ich kann aber schon mal sagen, der Text ist relativ kurz. Also ich bemühe mich jetzt nicht zu failen, dass ich vielleicht auch dieser Folge gerecht werde. Gut, irgendwo muss ja ein Fehler drin sein. In dem Fall übernehme ich gerne den Fehler. Ja. So, aber die nächste Einsendung heißt Dorf, Land, Stadt. Und die kommt von Fabi und er hat geschrieben, Hi Ray, ich würde dir die S1 oder S2-Klasse empfehlen, aber das ist deine Sache. Liebe Grüße, Fabi. Yes, ich habe es richtig vorgelesen. Ja, gut, man hätte es noch vielleicht ein bisschen anders betonen können. Okay, wir probieren es nochmal ein bisschen anders betonen. Okay, also pass auf. Hi Ray, ich würde dir die S1 oder S2-Klasse empfehlen. Aber das ist deine Sache. Liebe Grüße, Fabi. Ja, so ist ein bisschen besser. Ja, so ein bisschen finde ich besser. Also, sag auch mal, wie findest du besser? So wie ich es am Anfang vorgelesen habe und jetzt beim zweiten Mal. Ein bisschen mehr mit Betonung. Ja? Das ist ja auch wichtig, wenn man was vorträgt oder vorliest, ja auch in der Schule, falls du noch zur Schule gehst. Ich glaube, euer Deutschlehrer freut sich immer, wenn ihr wirklich auch euch Mühe gebt in der Betonung. Das war auch immer, das wissen vielleicht einige von euch, vielleicht auch nicht. Okay, ich erzähle die Geschichte gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Strecke, bevor ich jetzt ja wieder komplett ausschweife. Heute die Strecke, wo ich ein bisschen off-topic gehe. Aber was soll's. Bei so perfekten Strecken kann ich auch groß nichts zur Strecke sagen. Außer, dass sie geil ist. Ja, dann kann ich auch mal andere Themen anschneiden. So, wir gehen den Creative Hub. Und auch hier geben wir natürlich den Code ein. 890654052. So, sehr schön. Da haben wir es, Dorflandstadt mit Super-GTs im Frühling sollen wir unterwegs sein. Und wir fahren mit... Ja, komm, lass mal unseren Polizei-AMG nehmen hier. Der findet ja nämlich groß keinen Einsatz mehr in den Cops vs. Racer-Folgen, weil er halt, ja, nicht so ganz reinpasst ins Format leider. Aber vielleicht finden wir mal irgendwann wieder mal ein Plätzchen für ihn. Mal schauen. Vielleicht müssen wir den einfach auch noch downgraden und dann vielleicht in eine normale CVR oder so stecken. Da könnte ich ihn mir auch ganz gut vorstellen. Na egal, das wird es nicht gehen. So war ich stehen geblieben. Okay, erstmal Strecke angucken, dann kann ich immer noch die Geschichte erzählen. So, wir starten im Prinzip... Wir starten genau da, wo die eine Strecke aufgehört hat. Was ein Zufall. Der Zufallsgenerator weiß wieder mehr. Das ist ja echt der Hammer. So. Okay, auf geht's. Die Streckenkontrolle ist unterwegs. Okay, hier fehlt ein Checkpoint. Auch hier muss ein Checkpoint rein. So, ein Checkpoint immer dazwischen, wäre perfekt. Auch hier ein Checkpoint hin. Und hier ein Checkpoint hin. Und ja, okay, den kann man lassen. Also ein bisschen mehr Checkpoints setzen, Fabi. An sich kann man nicht abkürzen, das ist schon mal gut. Das ist ja auch das Wichtigere, ne, dass die Checkpoints so gesetzt sind, dass man nicht verleitet wird, abzukürzen. Aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, ein paar mehr Checkpoints. Ich glaube, das würde jedem helfen, der die Strecke zum ersten Mal fährt, so wie ich. Aber es ist trotzdem okay. Ja, die Strecke ist 22,5 Kilometer lang. Die längste Strecke heute. Aber da wir jetzt hier mit einer S1-Klasse unterwegs sind, dürfte das relativ fix gehen. Nee, aber zurück zum Thema zu kommen. Genau, also ich hatte ja eine Legasthenie. Also ich hatte extreme Rechtschreibprobleme. Und ja, bei mir war es einfach so, wenn in
Deutschunterricht ein Diktat angestanden ist, das war einfach schon mal safe eine 6. Ja? Also, das, ich habe das einfach nicht. Ich konnte es nicht. Ich hatte einfach eine Rechtschreibschwäche. Und ich war aber so jemand, der das mega angekekst hat. Ja? Man könnte sagen, ich war in der Schule schon leicht ein Streber. So. Und das hat mich dann mega angekekst, dass ich gerade in Deutsch halt wegen so einer Scheiße so verkacke. Und deswegen habe ich ganz viel getan dagegen. Ich habe sehr viel Zeitung gelesen. Ich habe tatsächlich meine Mutter oder mein Vater oder auch zum Teil meine ältere Schwester beauftragt, mir aus der Zeitung, ja, Zeitungsartikel zu diktieren, um nur entsprechend das auch ein bisschen zu üben und auch ja, so ein paar Tipps und Tricks, sage ich jetzt einfach mal, kennenzulernen. Und ja, es wurde dann nach und nach besser. Und tatsächlich am Ende war es so bei mir, dass ich, wenn ein Diktat angestanden ist, war safe eine 1. Also ich habe das von safe eine 6 zu safe eine 1 umgewandelt. Was mega krass ist, ja. Aber ich habe auch sehr viel dafür getan. Also ich habe, glaube in meiner Schulzeit noch nie so viel gelernt wie für Deutsch. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen komplett komisch, aber ich glaube, jeder, der vielleicht so eine Legasthenie hat oder sowas in der Art hat oder jemand kennt, der das hat, der weiß, dass es halt nicht so einfach halt einfach ist. Ja, rechnen oder Zahlen so, damals easy peasy. Aber das hat, ja, hatte ich echt Probleme mit. Und ich habe auch immer ein bisschen auch gestottert. Ne? Das hört man auch manchmal noch so raus an den Let's Play-Folgen. Manchmal wiederhole ich auch manche Worte mehrmals oder Sätze nochmal neu an. Ja, das ist immer noch so ein bisschen drin, das leichte Stottern. Aber es war nie stark oder nie ausgeprägt. Also ich würde mich nicht als Stotterer oder hätte ich mich auch nie bezeichnet. Es ist einfach nur so, dass es so ganz manchmal so, dass ich ein Wort neu ansetzen muss oder so. Also es ist alles halb so wild. Aber was ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist, dass ich in der Schule, egal wie schlecht ich in Deutsch war, wo ich immer gepunktet habe, war, wenn ich irgendwie ein Gedicht oder irgendwas auswendig lernen musste und es vortragen musste, ja, weil auswendig lernen, das ist halt genau mein Ding, ja. Das fällt mir super einfach. Und ja, und da habe ich dann einfach besonders darauf Wert gelegt, dass ich nicht nur den Text kann, sondern dass ich das extrem gut betont habe. Und deswegen der Tipp an mich. An mich, genau. Alter. An dich von mir. So rum. Ja, wenn du in Deutsch vielleicht so ein bisschen Probleme hast oder nicht so die geilsten Noten hast, schäm dich nicht und betone das bei solchen, ja, Vorträgen, beziehungsweise wenn du so ein Gedicht vortragen musst, einfach extremst übertrieben. Ja? Das muss ja nicht peinlich sein, dein Deutschlehrer wird's feiern. Garantiert. Und da holst du dir dann die richtig geilen Noten zwischendurch ab. So hab ich's immer gemacht. Und so habe ich eigentlich auch nie eine schlechte Note in Deutsch gehabt. Also verhältnismäßig schlecht. Ich glaube, ich hatte nie schlechter als 3 im Zeugnis. Weil ich das einfach durch solche Sachen immer wieder ausgeglichen habe. Aber ja. Genug vom Streber Ray, der immer noch nicht richtig sprechen kann und vorlesen schon mal gleich zweimal nicht. Und rechnen kann ich heutzutage auch nicht mehr, weil ich es einfach nicht mehr brauche. Mann, man wird dumm, habe ich das Gefühl. Man wird dumm. Aber ja, so ist es halt. Man hat dann andere Qualitäten. Man kann dann zum Beispiel jemand sagen, mach mehr Checkpoints! Ja, die fehlen echt ein bisschen. Also da, Fabi, ein bisschen noch dran arbeiten. An sich eine coole Strecke, eine schnelle Strecke. In der S1 oder S2-Klasse, wie du sagst, von der Distanz okay, hätte ich jetzt gesagt. Die Checkpoints, die du gesetzt hast, die sind in Ordnung. Von der Position her. Guck mal, hier haben wir doch jetzt mal ein paar mehr auf einem. Guck mal, hier ist doch schön. Ja, von einem Checkpoint zum nächsten. So ist doch gut. Es geht doch. Gut, der Checkpoint hat gezählt. Ich weiß zwar nicht warum, aber er hat gezählt. Okay, der Schlussabschnitt sieht aber jetzt ein bisschen. Also er sieht auf den ersten Blick jetzt nicht so geil aus. Er passt nicht zum Rest der Strecke, wie ich finde. Also ich finde immer, so eine Strecke sollte einen gewissen Flow verfolgen. Irgendwie tut er das, glaube ich, jetzt hier am Ende nicht mehr so. Weil jetzt wird es so richtig eng und durch Häusergassen und so. Ja, hier lang, okay.
Also ja, den Schlussabschnitt, den hätte ich jetzt weggelassen an deiner Stelle. Da hätte ich dann lieber mal eine separate Stadtstrecke oder so gemacht. Du kannst natürlich gerne in die Stadt gehen, aber Edinburgh hat ja auch Elemente, wo es ein bisschen schneller und zügiger vorangeht. Weil ich finde, das passt jetzt nicht ganz so rein in die ganze Geschichte. Ja, der SLS hat Bums. So, jetzt geht's einmal geradeaus durch, okay? Ja, sehr schön. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast meinen Kauderwelsch verstanden. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Die Schrecken sollen für sich sprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen vier, die heute was eingereicht haben. Oder ich bedanke mich überhaupt bei allen, die was einreichen für dieses Format. Und mit ein bisschen Glück wählt auch der Zufallsgenerator in einer der nächsten Folge deine Einsendung aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann lass doch ein Däumchen nach oben da. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Bis dann, mach's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!